Mein Name ist Thomas Schliegel, ich begeistere mich total für die Robotik und bin daher Hochschullehrer hier an der OTH Regensburg. Robotik ist plakativ, ist zukunftsorientiert und interdisziplinär. Ich finde es einfach ein absolut tolles Fachgebiet. Zur Robotik bin ich eigentlich relativ spät erst in meinem Studium gekommen, nämlich durch die Auswahl eines Diplomarbeitsthemas. Es ging um die Regelung von Roboterhänden. Was mich total fasziniert hat, war eben, es ist menschgemäß, ja, Menschen haben Hände, sowas an Roboter dranbringen, menschgemäße Funktionen Robotern beibringen, das fand ich damals schon absolut faszinierend. Ich würde nach dem Abitur, auch wenn es langweilig ist, wahrscheinlich genau denselben Weg wieder gehen, den ich gegangen bin. Ich habe mich ja für ein Ingenieurstudium entschlossen, konkret Elektrotechnik. Und ich habe mich deswegen dafür entschlossen, weil es sehr gut zu dem gepasst hat, was mich als Teenager schon interessiert hat, nämlich Elektronik, Computer. Und letztlich kommt man sich da beruflich genauso verwirklichen, wie man sich das vorstellte. Beruflich in meinem Metier, Robotik, klar Tokio. Ich war ein halbes Jahr in Tokio während meiner Promotion, um dort mit Roboterhänden Experimente zu machen. Wir hatten an der TU München zu diesem Zeitpunkt keine entsprechend ausgestattete Roboterhand. Wenn das Ganze jetzt auch Richtung privat geht, auf jeden Fall nicht Tokio, sondern auf jeden Fall im Zweifelsfall Regensburg. Ich denke, man tut sich als Europäer, der ja im europäischen Kulturkreis, oder wenn es den überhaupt gibt, also hier in meinem Fall im bayerischen Kulturkreis aufgewachsen ist, natürlich schon sehr schwer, sich in der langanhaltend, ja, in japanischer Kultur zurechtzufinden. Man wird angelächelt, man wird höflich behandelt, aber man weiß im tiefsten Innern, und das spürt man auch, man gehört nicht dazu. Einerseits ist man stolz darauf, dass man den Maschinen das beibringen kann, was sie eben können müssen, um Menschen in bestimmten, bei bestimmten Tätigkeiten zu ersetzen. Andererseits hat man kurzzeitig immer mal auch wieder ein schlechtes Gewissen. Ich gebe aber offen zu, mein Gewissen wird umso schlechter, je höher qualifiziert die Menschen sind, die man dann wirklich dadurch ersetzt. Also wenn man wirklich gut qualifizierte Facharbeiter beispielsweise mittelfristig ersetzt, die wunderbaren Beruf gelernt haben, die ihre Familie ernährt haben, das ist dann schon zwiegespalten. Wenn Maschinen mal wirklich ein eigenes Bewusstsein entwickeln, und das wird dann tatsächlich damit verbunden sein, dass sie eine eigene Agenda haben, dann kann ich nur hoffen, dass die Agenda noch Plätzchen für uns vorsieht. Ich freue mich auf wirklich gut funktionierendes autonomes Fahren, dass, wenn dann im Alter die geistige Leistungsfähigkeit mal nachlässt, dass man dann doch auch nicht immobil wird, sondern vielleicht auch noch mal mit einem kleinen Elektrofahrzeug autonom auf eine schöne Aussichtsterrasse im Bayerischen Wald fahren kann. Musik